Also ich will vielleicht damit anfangen, dass ich das sehr gut finde, dass ihr hier einen Rahmen setzt, um die Diskussion über Alternativen zu führen. Denn ich glaube, dass es einfach nicht erst seit Thatcher klar, dass die Konstruktion der angeblich alternativlosen Sachzwänge auf der politischen Bühne schlichtweg ein Unterdrückungselement ist und dass die Scheuklappen sozusagen anlegt und festzurrt, damit der Blick sich eben nicht von der vorgegebenen Richtung lösen kann. Das ist ja das, was immer da enthalten ist, wenn man sagt, es geht nur in die Richtung, dass man sich eben mit allem anderen, alles andere im Grunde auch gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt oder sich damit nicht auseinandersetzt und damit auch natürlich von dieser Richtung gar nicht mehr runterkommt. Das ist ja auch das gewollte Ergebnis. Ich meine, übersetzt heißt das ja nichts anderes als Widerstand ist zwecklos. Und da kann ich nur sagen, ist er definitiv nicht, sondern im Gegenteil, das ist dringend nötig, sich da, also da sozusagen woanders hinzuschauen, den Blickwinkel zu wechseln, Widerstand zu leisten, wenn man sich anschaut, welche Entwicklung unsere Gesellschaft im Moment in Deutschland nimmt, in Europa, denn da sieht man, dass das schlicht zerstörerische Folgen hat, wenn man auch hier wieder mit diesem Anspruch der Alternativlosigkeit die Politik von Merkel über den Fiskalpakt in Europa versucht, für die nächsten Jahre zu betonieren. Denn was dabei rauskommt, ist, dass die Lasten eben allein bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Rentnern, Arbeitslosen sozusagen abgeladen werden, die Gesellschaft gespalten wird und ja, die Spekulation und Profitgier, die uns schon einmal vor die Wand gefahren hat, wieder unerträglich um sich greift. Das heißt, das, was hier als Kurs der Alternativlosigkeit ausgegeben wird, genau da ist es wichtig, dass man eben wirklich sich damit auseinandersetzt, was gibt es für Alternativen, was sind andere Wege und dafür auch politisch in die Auseinandersetzung geht und wirkt. Weil ich sagen muss, ich habe im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise zwei Schocks hinter mir. Ich weiß nicht, wie es euch in dem Zusammenhang geht. Der Schock Nummer eins, das war der Absturz am Finanzmarkt, also der Crash selber, der dann ja wirklich, also richtig immense Ausmaße angenommen hat, mit der Befürchtung, dass das so dann eben auch auf den Arbeitsmarkt, die Arbeitsmärkte durchschlagen würde. Und ich denke, eigentlich müsste mit diesem Finanzmarktcrash dem Letzten klar geworden sein, dass der Markt ohne Regeln vor die Wand fährt, dass die ungezügelte Gier und die Profitmaximierung eben fatale Folgen haben können. Ich erinnere mich auch an die ganzen Reden, die dann in der Folge gehalten worden sind, wo selbst aus der christlich-demokratischen Union oder eben im breiten Feld in der Gewerkschaft gesagt worden ist, ja, hier geht wirklich grundsätzlich was schief, wir müssen hier umsteuern, wir brauchen neue Werte, andere Orientierung, weg vom Shareholder-Value und so weiter, hin zu mehr Regulierung der Märkte, zu einer gerechteren Verteilung statt so einer immensen Anhäufung von Reichtum. Da kann ich nur sagen, ja, ja, müssen wir. Aber ich meine, der zweite Schock, den ich dann hatte, das war, dass nach einer kurzen Phase der Scham genau dieselbe Politik, die uns da vor die Wand gefahren hat, eben wieder fröhliche Urstände feiert. Und dass wir sehen, dass statt, dass es wirklich zu einer, sozusagen, also zu Konsequenzen und damit einer alternativen Entwicklung gekommen wäre, wir einfach sagen können, okay, offensichtlich hat das dazu geführt, Totgesagte leben länger. Der eigentlich historisch überlebte Neoliberalismus hat hier nochmal so einen echten Aufschwung genommen und also offensichtlich ist das so eine Art Wiedergänger, in dem aber viel, viel Kraft wohnt. Ich will jetzt gar nicht der Frage nachgehen, hätten wir da das, also diesen zweiten Schock sozusagen, dass es jetzt wieder genau so mit Spekulation und allem drum und dran und falscher Verteilung weiterläuft, wie hätten wir das vermeiden können? Da werden wir uns mit auseinandersetzen müssen, müssen wir uns auch mit auseinandersetzen, obwohl ich nicht weiß, ob wir das mit mehr Flugblättern oder Demonstrationen ohne weiteres hätten hindern oder mildern können. Aber trotzdem, wir werden, müssen die Frage noch einfach noch miteinander diskutieren. Was jetzt mir wichtig ist, wir haben hier mit der Austeritätspolitik und diesem fatalen Fiskalpakt eine
Situation, wo in Beton gegossen werden soll, eine falsche Politik, ein falscher Kurs für Europa, der dann für Generationen nicht mehr änderbar ist, was ich, oder nur sehr schwer änderbar ist. Was ich daran total fatal finde, ist, eigentlich ist das eine völlige Entwertung von Demokratie, weil, ich meine, wir können dann noch neue Gesichter wählen, aber wir können, glaube ich, keine andere Politikrichtung mehr wählen. Also Keynesianismus dürfte dann mit Inkrafttreten des Fiskalpakts schlicht nicht mehr wählbar sein. Und wir kriegen solche Regierungen, die also hier mit Experten daherkommen. Und dann stellt sich halt raus, dass die Arbeitsministerin so in Italien eine so große Expertin ist, dass sie aus dem Arbeitgeberverband kommt. Aber das ist dann natürlich der Sachlogik folgend, die hier vorgegeben ist, dann wiederum alternativlos. Das heißt, wir sind hier wirklich auf dem, also sozusagen in einer Situation, wo ich mir über das, was in Europa an Spaltung läuft, große Sorgen mache und gleichzeitig sehe, dass die Menschen in Europa, also ganz viele, mit denen ich rede oder die auch ich in den Betrieben höre, sind total gefrustet, weil sie sehen, dass sie die Zeche bezahlen für die Banken und das absolut ungerecht finden, was es auch ist, aber nicht sehen, wie sie das ändern können. Das heißt, wo sind die Ansatzpunkte, wo sie sich einmischen können, wo sie wirklich was ändern können, wo sie ernst genommen werden? Denn auf der politischen Bühne finden sie sich nicht ausreichend wieder. Nicht, sie finden sich nicht wieder. Es gibt da ja nun Parteien, die das aufnehmen. Es gibt auch andere Repräsentanten, auch wie die Gewerkschaften, die das aufnehmen. Aber sie sind einfach nicht also ausreichend vertreten, sodass man dem Mainstream wirklich was entgegensetzen könnte. Und was da rauskommt, ist eine Art von Politikverdrossenheit und Stammtischgeschimpfe, die dazu führt, dass Menschen sich mit ihrem Engagement aus der Gesellschaft einfach zurückziehen. Und das dann, finde ich, zu der Folge führt, das Risiko hat, dass wir das Engagement verlieren, was wir dringend brauchen, um was zu verändern. Und dass es auch sein kann, dass es sogar in die falsche Richtung geht mit dem Frust, den die Leute hier haben. Und die Frage ist, was kann man hier für an welchen Kristallisationspunkten kann man hier eine andere Politik sichtbar machen, die sich nicht diesem Sachzwang von Entleerung von Staatskassen, von Haushaltskonsolidierung allein über die Ausgabenseite, von Entdemokratisierung stellt. Wo hat man da Ansatzpunkte? Die muss man auf der Ebene Europa suchen, das ist das eine, aber man muss sie auch hier suchen, denn dieser Neoliberalismus, von dem ich eben gesagt habe, der da die europäische Politik prägt, der geht ja aus von dieser Bundesregierung hier und von der Sichtweise, die wir hier seit Jahrzehnten in der Politik auch sehen und haben. Und die eine Frage ist, wie kriegt man seinen großen Wurf mit der Alternative sichtbar? Und klar, dass es eine andere Gesellschaft gibt, eine andere Gesellschaft möglich ist, für die es sich auch lohnt zu engagieren. Die Frage, die da drunter liegt, wenn man es etwas kleiner macht, ist ja die Frage, was kann man denn tun, um dieser angeblich alternativlosen Sachlogik was entgegenzusetzen? Wo haben wir da Ansatzpunkte, wo haben wir da auch politische Antworten auf Teilfragen, auf wichtige Teilfragen, für die wir werben können und über die wir einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, eine Mobilisierung für einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess hinbekommen können? Und ich glaube, dass man ich will da einfach zwei Beispiele sagen, wo ich glaube, dass man ansetzen kann über Alternativen, um den Blick zu drehen, die Scheuklappen an der Stelle zu lösen und eben in die Auseinandersetzung einzusteigen, mit der Chance in den Köpfen was zu bewegen und Menschen zu ermutigen, sich gemeinsam einzumischen und die Verhältnisse zu ändern. Das eine davon ist das Beispiel, das will ich jetzt hier nicht vortragen, was ich dann nochmal zu Papier gebracht hatte, bezogen auf den DGB-Index guter Arbeit, wo klar ist, der Arbeitsprozess kann nicht oder darf nicht nur nach Kostensenkungsgesichtspunkten die Menschen ausquetschen wie Zitronen, deren Gesundheit aufs Spiel setzen und sie dann immer in immer beschissenere Arbeitsbedingungen sozusagen reinzudrücken, um nochmal die Standards zu senken, sondern worum es geht, ist, dass Arbeit eben auch ein menschliches Maß braucht und dass dafür die Beschäftigten diejenigen sind,
deren Blickwinkel, deren Sichtweise ernst genommen werden muss. Deswegen machen wir regelmäßig nicht nur Beschäftigtenbefragungen, sondern zum Thema guter Arbeit die entsprechenden politischen Initiativen, um Arbeitshetze zu vermindern, um Gesundheit am Arbeitsplatz sicherzustellen und um hier im Arbeitsprozess die Interessen der Menschen nicht nur zu schützen, sondern mit ihnen gemeinsam hier zu organisieren. Ich glaube, dass das ein Stück Leuchtturm sein kann für die Veränderung in der Arbeitswelt, für die wir mobilisieren können und auch eine breitere Öffentlichkeit gewinnen können und mitnehmen können. Und ich will einen zweiten Punkt sagen, an dem wir konkret ansetzen können. Auch das ist jetzt nicht der große revolutionäre Wurf, aber ich glaube, für die Veränderung in den Köpfen wichtig, nämlich das, was wir jetzt als Rentenmodell auf den Weg gebracht haben von Seiten des DGB. Sie wissen, die Diskussion in Deutschland ist ja seit in den letzten 10, 15 Jahren total geprägt, ausschließlich von der Frage Senkung Lohnnebenkosten, Standort Deutschland. Wir entkernen die Sozialversicherung, wir bauen den Niedriglohnbereich aus. Und wir haben jetzt gesagt, dass wir wollen, dass hier, die Leistungen stimmen innerhalb der Sozialversicherung, damit die Leute nicht in die Bedürftigkeit und die Armut abstürzen und dass es einfach Möglichkeiten gibt, und zwar relativ einfache Möglichkeiten, das Rentenniveau nicht nur zu halten, auch die Rente 67 auszusetzen, wenn wir den Tunnelblick weg von den Lohnnebenkosten hin auf die Leistung der Rentenversicherung drehen. Und dabei haben wir jetzt den Vorschlag gemacht, und der bringt die Politik einigermaßen in die Bredouille, das macht mir wiederum großen Spaß, den Vorschlag gemacht einer Beitragserhöhung, um jedes Jahr 0,2% bis zu 22%, an die sich der Gesetzgeber da gebunden hat, mag man das sinnvoll finden oder nicht. Aber klar ist, hier gibt es eine Möglichkeit, eine greifbare Alternative für eine soziale Sicherung, die einfach viel weniger Menschen in Altersarmut drücken würde, die weggeht von dieser Entlastung der Arbeitgeber, von dieser Entleerung von Staatshaushalten, hin dazu, dass wir hier über soziale Sicherheit wieder so diskutieren, dass die Menschen eben auch wirklich eine Freiheit von der Existenzangst, also von der Angst, sagen wir mal, vor Existenzbedrohung und Absturz haben. Also das sind zwei Dinge, wo konkret Alternativen in gesellschaftlichen Bereichen wir versucht haben, auf den Tisch zu legen. Das ist nicht, überhaupt nicht der Ersatz für den großen Wurf, wo wir hinwollen, wo wir klar machen wollen, was der Maßstab einer guten Politik ist, nämlich eine Gesellschaft auf Augenhöhe, die allen die Beteiligung ermöglicht und dass das Ziel ist, wo wir hinwollen. Aber das ist ein Stück, sag ich mal, gesellschaftlicher Unterfütterung, wo man an den konkreten Stellen die Auseinandersetzung führen kann und versuchen kann, nochmal Leute zu mobilisieren und mitzunehmen, weil das Forderungen sind oder Themen sind, an denen wir an einem konkreten Punkt den Zusammenhang mit dem großen Wurf versuchen können, klarzumachen. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine Geschichte, die unverbunden dann, also wo man einen kleinen Erfolg hat und die unverbunden im Raum steht, sondern wo es uns darum geht, die Leute wieder zu ermutigen, zu sagen, hier das mit der Lohnnebenkostendiskussion und dass hier ständig ihr gesagt kriegt, ihr sollt alles privat vorsorgen, was ja überhaupt kein Mensch kann, und die Arbeitgeber sind fein raus, was ja hier die Grundideologie der Politik seit geraumer Zeit ist. Das ist Quatsch, das geht auch anders, und das, was hier anders geht, das ist ein Stück Entwurf in Richtung auf eine Teilhabe, eine Absicherung von Menschen auf Augenhöhe, die auch die Menschen weniger erpressbar macht, weil die Angst vor dem Absturz an der Stelle dann nicht mehr so groß ist. Also von daher wäre mein Plädoyer, wenn wir über Alternativen reden, auf der einen Seite über den großen Wurf zu reden, wohl wissend, was im Moment hier an Entwicklungen genau in die falsche Richtung läuft, und darüber zu reden, wie können wir
hier Alternativen entwickeln und dafür mobilisieren, also eben um klar zu haben, wir wollen in eine andere gesellschaftliche Entwicklung rein und auf der anderen Seite die Verbindung zu ziehen zu den, also zu konkreten Projekten, mit denen wir innerhalb der Gesellschaft Diskussionen wieder umdrehen können und den Menschen wieder was an die Hand geben können, für die, also für das es sich auch lohnt, sich auseinanderzusetzen und mit dem sie konkret dann auch was erreichen können, und sei es eben auch bessere Arbeitsbedingungen, was ja auch ein wichtiger Punkt ist.